einer meiner ersten Gedanken war sogar noch, wie es jetzt mit dem Fußball weitergeht. Man geht bewusster durchs Leben. Hauptsächlich war es, glaube ich, ein großer Schock für alle. Der 10. Januar 2023 hat das Leben von Max Rehwerk für immer verändert. Mit gerade einmal 18 Jahren erhält der Heidelberger die Diagnose Krebs. Als sie gesagt hat, die Ärztin, dass sie nicht so gute Nachrichten hat, hat direkt mein Herz so extrem angefangen zu pochen durch den ganzen Körper. Man denkt so an alles und dann irgendwie gleichzeitig auch an nichts Richtiges. Der bösartige Tumor ist bei Max im Bereich der Nasennebenhöhlen gewachsen. 6 Monate musste er sich einer Chemotherapie unterziehen. Hinzu kommen 30 Strahlentherapien. Damit folgt auch der Verlust der eigenen Haare. Das Harte war eher dann, wenn man nach und nach die Augenbrauen verloren hat, weil man halt hauptsächlich durch die Augenbrauen dann einfach dieses klassisch Ungesunde von einem Chemopatienten erkennt. Max bleibt stark. Seine große Motivation, bald wieder Fußball spielen zu können. Vor seiner Erkrankung hat Max in seinem letzten Jugendjahr für die U19 von Astoria Waldorf gespielt. Die Angst, nicht in die U23 übernommen zu werden, war groß. April, Mai ging es dann los, wo es geheißen hat, wer spielt wo. Und da haben wir gleich von Reich gesagt, den Max übernehmen wir in unsere U23. Egal, was passiert. Und hoffen, dass es hilft. Und es hat geholfen. Deshalb ist der Vater von Max dem Verein mehr als nur dankbar. Die haben den Max aufgefangen und man konnte zu Hause sehen, wie er aufbaute, auch psychisch, nachdem Waldorf gesagt hat, du kannst bei uns bleiben, wenn du wieder fit bist, kommst du zurück zum Fußballspielen. Und damit Max nach seiner Therapie wieder schnellstmöglich Fußball spielen kann, ist er zu Hause im eigenen Keller ganz schön ins Schwitzen gekommen. Und das sogar nur wenige Stunden nach seiner Bestrahlung. Sport war auch somit eins der wichtigsten Aspekte während der Therapiezeit. Heute, rund 10 Monate nach der Diagnose, geht es Max wieder gut. Seine letzte Chemotherapie war am 13. Juli. Ich bin froh, dass alles rum ist. Jetzt zu sagen, dass man sich keine Sorgen macht oder dass alles vorbei ist, wäre auch gelogen. Man hat dann immer noch alle 3 Monate Nachsorge. Und wenn es dann näher kommt, macht man sich schon so seine Gedanken. Aber an sich geht es mir sehr gut. Mithilfe seiner Familie, seinen Freunden und der Betreuung seiner Ärzte und natürlich der eigenen Willenskraft steht er nun wieder auf dem Fußballplatz und kann für die U23 von Astoria Waldorf angreifen.